Guten Morgen. Ja, wir füllen den Raum mit 3D-Plussen. Ich bin neulich aufgewacht und wurde von der Frage geplant, geht das eigentlich und was sind eigentlich 3D-Plusse? Das hier ist, was ich für ein Plus halte. Das ist 5 Quadrate groß und das ist, wie ich mir ein 3D-Plus vorstelle. Das ist 7 Würfel groß, in der Mitte ist ein Würfel. Ich male die Kanten immer gerne rund, weil ich die dann leichter als Kanten zu identifizieren halte. Aber das Runde an den Kanten, davon lassen wir uns überhaupt nicht stören. Ja, und was der Raum? Der Raum hat keine Wände, die stören uns nur. Wir nehmen einen Raum ohne Wände, nur Raum. Dann habe ich zuerst mal angefangen mit Herumprobieren. Herumprobieren in meiner Lieblingssoftware ist immer sehr gut für mich. Da gucke ich mir dann so Plusse an und probiere so, geht das? Und bin am Zweifeln und dann probiere ich noch weiter. Was ist, wenn wir Schichten draus machen und die irgendwie ansortieren oder so? Und beim Herumprobieren stelle ich dann fest, das ist ganz schön schwierig rauszukriegen mittels Draufgucken, ob da noch Löcher übrig sind oder nicht. Das hat mich frustriert und da dachte ich, das muss irgendwie anders. Vielleicht können wir rauskriegen, ob da tatsächlich Löcher drin sind. Ja, und da habe ich mich gefragt, hilft vielleicht anfassen? Manchmal, wenn irgendwie angucken nicht reicht, anfassen ist sehr gut. Vielleicht kann ich mir kleine Plusse 3D drucken, so eine ganze Handvoll und dann mit so einem riesen Geraffel versuchen, die alle zu halten und sie aneinander kleben und dann sehe ich ganz bestimmt, ob da keine Löcher mehr sind. Aber weil das alles so wackelig und klein und flimsy ist, war das enorm schwer festzustellen für mich, ob da noch Löcher übrig sind oder nicht. Und jetzt hat Gucken nicht geholfen, Anfassen nicht geholfen und vielleicht können wir aber Beweisen nochmal probieren. Beweisen ist in der Vergangenheit immer sehr gut gewesen, um sicher zu sein. Und dann habe ich mich an Minecraft erinnert und gedacht, Würfel, hier, Quader, die teilen noch den Raum. Wir können damit den Raum bis zu allen nicht vorhandenen Wänden dicht machen. Aber unsere Plusse sind nicht so richtig wie Quader, ne? Diese haben mehr Oberfläche. Und das nächstdichtere, was mir eingefallen ist, waren Legosteine. Legosteine teilen auch den Raum, ihr kennt das. Die dürfen oben so Noppen haben, wenn sie unten auch Löcher für die Noppen haben. Und das ist bei diesen 2D-Legosteinen die gleiche Regel. Die dürfen so eine Noppe haben, wenn sie auf der Gegenseite so ein Loch haben. Und dann teilen sie den Raum auch gleichmäßig, war die Idee. Wir suchen also so eine Art dreidimensionalen Legostein für unsere Plusse. Genau. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht kann ich irgendwie Einschränkungen finden, um das ein bisschen einzudampfen. Und dieses Plus, das hat ein Volumen von 7 Würfeln. Das heißt, wenn wir so einen Legosteinquader finden wollen, dann muss das Volumen davon auch ein Vielfaches von 7 sein. Sonst wird das genau gar nichts. Um dem dann weiter auf die Schliche zu kommen, habe ich mir einen digitalen Hobel genommen und das Plus in so Schichten klein gemacht und festgestellt, ich kriege immer solche Würfel oder solche Plusse. Und die sind immer entweder ein Teil groß oder 5 Teile groß. Und das heißt, für jede Schicht in unserem Raum gilt, dass sie erstens mindestens 5 groß sein muss, sonst kriegen wir keins unter. Und die muss auch so eine Kombination davon irgendwie groß sein. Aber da habe ich mich gar nicht so lange mit befasst. Ja, und wenn wir diese Teile nochmal in den gleichen digitalen Hobel packen, kriegen wir auch so eine Constraint irgendwie für jede einzelne Dimension, ne? Die muss mindestens 3 groß sein, sonst wird das leider nichts. Und die kann auch so eine Kombination sein, vielleicht ist grob die Idee. Genau. Jawohl. Und also da habe ich mir einen Haufen Beispiele erstmal generiert, weil Beispiele haben sehr gut war für mich und dann freue ich mich und kann Beispiele gucken. So ist das. Und zuerst habe ich irgendwie dann versucht, einfach selber Software zu konstruieren, die das ausprobiert, warum nicht erstmal einfach ausprobieren? Und habe ich festgestellt, so das erste Beispiel, da kommen wir in einer Viertelstunde noch irgendwo hin und dann wurde das deutlich langsamer und dann war meine Geduld auch schon ganz schön strapaziert und auf die Mitte ist das gar nicht so richtig gekommen. Das war also alles unbefriedigend. Und dann dachte ich, okay, wir müssen noch ein bisschen weiter probieren. Und irgendwie habe ich mir überlegt, wenn wir so dieses Plus so in die untere linke vordere Ecke oder so von unserem gedachten Quader packen, dann blockiert das ja quasi auch so anliegende andere Seiten, ne? Das würde ja hier rausragen und das bedeutet, wir müssten da ein Loch haben. Und wenn wir uns diese Platzierung angucken, dann sehen wir also, okay, wenn die Mitte hier ist, belegen wir Nachbarzellen, alles sehr gut und schön. Und wir können uns für mögliche dieser Nachbarzellen überlegen, wenn da ein Plus ist, welche würde das belegen? Also so ein Plus, das hier außen ist, belegt auch diese erste Zelle wieder mit. Die sind sich irgendwie im Weg und wir müssen
dafür sorgen, dass wir nur eins davon kriegen. Da habe ich mich erinnert, es gab 2019 mal einen Talk, der mir irgendwie sehr in Erinnerung geblieben ist und viel Spaß gemacht hat. Und ich dachte, haha, das ist genau der Hammer, nach dem ich eigentlich suche, mit dem ich sehr gerne auch auf das Problem hauen möchte, weil ich glaube, es ist ein total spannender Hammer und ich wollte das gerne mal ausprobieren. Und jetzt war endlich eine Gelegenheit. Und wir haben schon festgestellt eben, von den Plussen, wir wollen eigentlich, dass an jedem Ort in unserem digitalen Legostein genau ein Plus ist. Wir wollen nicht, dass da mehr sind, wir wollen nicht, dass da weniger sind. Und bei so einem Satzsolver ist das so, wir haben so eine Verundung, so eine Konjunktion von Veroderungen, von Dingen, die entweder gelten oder nicht gelten. Und das mindestens ein Plus ist halt einfach nur ein Oder von mehreren Alternativen. Ne? Entweder das Plus ist da oder ist daneben oder ist da drüber oder da drunter, also diese Dinge. Und höchstens eins, da reicht eigentlich schon so eine Implikation. Wenn ein Plus da ist, darf an der Nachbarstelle nicht auch ein Plus sein. Und damit kommen wir genau dahin. Mindestens eins heißt, wir haben kein Loch da drin und höchstens eins ist, wir schieben keine Plusse zugleich im Raum aufeinander. Das war auf jeden Fall, wie ich mir dachte, so wissen wir, dass da keine Löcher sind. Habe ich mal Software draus gemacht, habe ich irgendwie so ein Mapping gehabt von Variablen, weil in Satzsolvern die zählen einfach sehr gerne und da sind Variablen gerne einfach so Zahlen. Und ich wollte gerne Namen haben, um Koordinaten rauszukriegen. Und dann konnte ich so für dieses Beispiel plus so schon so ein paar Punkte im Raum identifizieren, für die so eine Lösung ging. Das war also ungemein aufregend für mich. Der nächste Schritt war dann, okay, vielleicht können wir das mal aufbauen, weil dann haben wir diesen Legostein. Wir können den zumindest wieder angucken. Wir sind wieder beim Angucken. Und wir können diesen Legostein, der ist ja fast ein Quader, der ist ja fast ein Würfel, daraus können wir auch wieder ein Plus bauen. Wir können das Metaproblem auch, ne? Aber das wissen wir jetzt schon, weil es selber wieder ein Plus ist. Genau, und angucken war jetzt, und dann hat mich noch gefragt, so, kann ich nochmal anfassen haben? Geht das nochmal? Und anfassen geht. Also wenn wir das Ding haben, dann können wir das auch außen glatt machen, weil das dann ein bisschen angenehmer in der Hand liegt. Und wir können im Internet einen 3D-Druckdienstleister unseres Vertrauens anrufen oder selber irgendwie 3D-Drucker in die Finger kriegen und das drucken. Und das hat mir enorm viel Freude bereitet und war interessant. Das sind richtig biestige Lego-Steine, denn diese Stellen, wo die Löcher haben, die haben Meinung. Also man kann die zwar so ein bisschen schräg versuchen aufeinander zu setzen, aber das Muster der Löcher oben und an der Seite, das passt also nicht zusammen. Die haben eine Richtung, die sie haben wollen, die ihnen inhärent ist. Und es reicht nicht mal, dass es die richtige Richtung ist, es muss auch die richtige Drehung sein. Da sind die auch penibel. Also sehr spannende Legosteine, falls ihr Legosteine haben wollt, die anstrengender sind. Wenn ihr da ein großes Bedürfnis nach habt und denkt, eigentlich brauchen wir die anstrengender, dann ist das auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Auch eine Empfehlung generell, mal Satzsolver auszuprobieren, falls sich die Gelegenheit ergibt. Das ist nämlich auch very good fun, würde ich sagen. Ja, vielen Dank, das ist es. ja. Wir haben noch einen Moment Zeit, falls ihr spontan eine Frage habt, könnten wir das machen, aber sonst ist auch... Ja! Moment! Ich komme zu dir, dann haben wir Ton. Okay, die Frage können wir auch wiederholen. Was ist ein Satzsolver? Ein Satzsolver ist ein Programm, das dafür gebaut ist, eine bestimmte Art Problem sehr gut und schnell zu lösen, aber nur diese Art von Problemen. Also vielleicht kann ich nochmal 2-3 Slides zurückgehen. Probleme, wo wir aussagenlogische Formeln haben, also wo unsere Variablen nur ja, wahr oder falsch sind. Das sind hier Literale, wir haben A oder nicht A. Und die sind zusammengesetzt durch oder Disjunktion und die dürfen wir nochmal zusammensetzen mit und. Also wir haben eine große Konjunktion über viele Disjunktionen, über Literale und alles Mögliche, was wir mit aussagenlogischen Formeln machen können, kriegen wir auch in so eine Form. Mal mehr und mal weniger schön, aber wenn wir das machen, das ist das Schöne, weil dieser erste Ansatz, wo ich das naiv gebaut habe, der hat halt 15 Minuten, eine halbe Stunde, ewig lang gedauert und ein Satzsolver guckt sich das an und sagt, du hast ein paar tausend Variablen, ist mir egal, wir sind in wenigen Millisekunden einfach auch, hast mich gerade erst gestartet, das Starten dauert länger, als ich bin auch fertig. Entschuldigung, ja, das ist das schon.